nur Vollgas aufgeregter. Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum ersten SPD-Zukunftsdialog. Wir sprechen hier gerade noch ab, in welche Kamera wir schauen sollen. Vor allem schauen wir uns aber an und wir hören uns zu und Sie hören uns auch zu. Mein Name ist Daniel Finger. Ich freue mich sehr, dass ich als Moderator heute dabei sein darf. Bevor ich Ihnen meine Gäste vorstelle, was lustig ist, weil Sie die Gäste wahrscheinlich besser kennen als mich, möchte ich doch ein paar Worte darüber verlieren, was Sie als Zuschauerinnen und Zuschauer bei diesem Format erwartet. Welche Idee steckt eigentlich hinter dieser einen Stunde, die wir miteinander verbringen? Wir befinden uns momentan, je nachdem, wem man fragt, entweder am Ende der Corona-Krise oder mittendrin. Wir leben in einer verrückten Zeit, in der Österreich eine Reisewarnung für Gütersloh ausspricht. Eine Meldung, die ich zu meinen Lebzeiten nicht erwartet habe, ehrlich gesagt. Viele Dinge haben sich geändert, ändern sich noch. Und die Dinge, die sich nicht ändern, auf die haben wir möglicherweise zumindest eine neue Perspektive gewonnen. Eine, die vielleicht oft schmerzt, aber es kann, glaube ich, auch eine Chance sein, wenn wir radikale Zeiten haben, über radikale Ideen nachzudenken oder Ideen, die möglicherweise am Ende sich als gar nicht so radikal, aber sehr gut für die Zukunft herausstellen. Und genau darum soll es gehen. In diesen Zukunftsdialogen greifen wir uns ein Themenfeld heraus und diskutieren darüber. Heute ist unser Thema Applaus reicht nicht aus. Und das ist ja klar, worum es geht. Wir alle haben den Menschen applaudiert, von denen uns in der Krise oft erst bewusst wurde, wie wichtig sie für unser Leben sind. Und die momentane Bewunderung für Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, für Supermarktmitarbeiter und so weiter verbessert jetzt nicht sofort deren Lebensgefühl, schon gar nicht deren Gehalt oder deren Arbeitsbedingungen. Und ob diese Menschen auch heute noch Applaus bekommen oder in einem halben Jahr, das bleibt in der Tat abzuwarten. Darüber wollen wir sprechen, nicht nur miteinander, auch mit Ihnen. Wir haben im Vorfeld auch schon viele Fragen bekommen, wenn Sie noch welche haben. Wir freuen uns auf weitere. Einfach unter dem Video in die Kommentare schreiben und wir bemühen uns, die nach Kräften zu beantworten. Auf jeden Fall werden sie alle wahrgenommen und gelesen, selbst die, zu denen wir heute möglicherweise nicht kommen. Noch zwei Dinge. Ich bin kein politischer Journalist, also wenn einer meiner Gesprächspartnerinnen oder Partner heute sagt, ja, ich bin für dieses oder jenes, dann werde ich nicht der sein, der aus dem Busch springt und sagt, vor 8 Jahren hast du aber mal was ganz anderes gesagt. Dafür sind die Kollegen von der Tagesschau und von Spiegel Online da und vielleicht auch die einen oder anderen nachtragenden Genossinnen und Genossen. Das ist also nicht mein Job. Ich habe mal Soziologie und Philosophie studiert. Das heißt, ich möchte vor allem heute den Damen und Herren, die ich als Gäste habe, bei der Arbeit zuschauen. Also Politiker bei der Arbeit, Experten bei der Arbeit, zumindest bei der geistigen. Und ich wünsche mir, dass wir im besten Sinne heute einen angeregten und einen anregenden Diskurs führen. Übrigens, die Würdenträger der SPD auch, denn sie möchten die Impulse des heutigen Abends bis in das künftige Wahlprogramm hineinwirken lassen. Das ist also auch für uns normale Bürger oder normale Genossinnen und Genossen eine Chance, uns hier einzubringen. Wir haben für den heutigen Abend beschlossen, uns zu duzen. Die Genossinnen und Genossen duzen sich eh alle. Ich bin keiner, bin aber herzlich in den Duz-Club aufgenommen worden. Da freue ich mich sehr. Und speziell Minister und du, das ist für mich eine absolute Premiere. Und damit zu den Menschen, mit denen ich und mit denen Sie heute sprechen dürfen. Im Studio, hier bei mir im Willy-Brandt-Haus, sind die beiden Parteivorsitzenden der SPD, Saskia Essen und Norbert Walter-Borjans. Sehr schön, dass ihr da seid und sehr schön, dass ihr dafür gesorgt habt, dass ich da bin. Hubertus Heil ist bei uns, Bundesminister für Arbeit und Soziales und stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Hubertus, schön, dass du dabei bist. Zugeschaltet sind ebenfalls Professor Dr. Katharina Zweig. Sie ist Leiterin des Algorithm Accountability Lab am Fachbereich Informatik der TU Kaiserslautern. Sie wird von meinen Kolleginnen und Kollegen gerne Sozioinformatikerin genannt, nennt sich aber selbst Data Scientist und ist eine, das darf ich sagen, der klügsten Denkerinnen in Sachen Digitalisierung, die wir in Deutschland haben. Das Buch, was gerade Furore macht, das sie geschrieben hat, heißt Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Ob sie welches hat, das sehen wir heute in der Diskussion. Last not least ist bei uns Stefan Grünewald, einer der Gründer des Rheingold-Instituts. Er wird oft Psychologe der Nation genannt. Sein letzter Bestseller heißt So tickt Deutschland und seit vielen Wochen erklärt er der Welt, wie Deutschland in der Corona-Krise tickt. So, jetzt habe ich aber auch genug geredet für den Anfang dieser Reihe. Das soll jetzt weniger werden. Also, ich habe es schon gesagt, Berufsgruppen, die es nicht gewohnt sind, haben in den vergangenen Monaten viel Wertschätzung erfahren, zumindest ideell. Aber sie haben auch einen Titel bekommen oder einen Begriff, nämlich sie sind jetzt offiziell systemrelevant. Aber was heißt denn das überhaupt? Was meinen wir damit? Und ist das auch ein Begriff, der dafür taugt, das zu beschreiben, was wir eigentlich meinen, nämlich, dass diese Leute eine tolle und wichtige Arbeit machen? Und das soll auch das erste Thema sein. Saskia Esken, vielleicht fangen wir mit dir an. Was meinen wir mit systemrelevant?
Wir meinen damit, dass unser aller Alltagsleben von der Leistung, von der Arbeit dieser Menschen abhängt. Und das ist uns bewusst geworden, nachdem wir jetzt viele Jahre auf diese Arbeiten geblickt haben, weil sie ja auch immer fremder uns wurden, weil die entfernter von uns waren, weil die Menschen nicht bei einem, sagen wir mal zum Beispiel, bei einem Paketzustelldienst arbeiten, sondern 4, 5 verschiedene zu uns kommen, kennen wir die Zusteller gar nicht mehr. Es war früher anders mal. Und das heißt, wir haben den Bezug zu den Menschen so ein Stück weit verloren und damit auch den Wert der Arbeit. Also das heißt, wir gucken genau hin und automatisch sehen wir dann, das ist eigentlich was Tolles, was die machen und was Wertvolles genau. Auch für uns. Genau. Jetzt ist das was, was offensichtlich euch in der SPD total beeindruckt hat und hängen geblieben ist, deswegen ein ganzer Zukunftsdialog darüber. Aber wie ist es mit den normalen Menschen da draußen oder auch mit mir als normalem Bürger? Stefan Grünewald, wie ist das? Sind wir Deutschen immer noch begeistert von den systemrelevanten Menschen? Klatschen wir weiter die nächsten Jahre? Also zumindest in der ersten Phase von Corona ist eine ungeheure Sensibilisierung eingetreten. Die Menschen hatten das Gefühl, in der Krise sind alle gleich. Corona war so der Gleichschalter. Das war ein Kollektivschicksal. Und wir haben in der ersten Phase gemerkt, einen großen Schulterschluss zwischen Virologen, Politikern, Bürgern, Medienschaften. Und alle wollten gemeinsam sich diesem Feind entgegenstellen. Und sag mal, das ist so der Nährboden für einen Solidargedanken. Also man hat auf einmal festgestellt, ne, wir sind nicht nur alle in irgendeiner Weise gleich, sondern jeder hat seine Aufgabe im Ganzen. Uns ist in der Studie, die wir bei Rheingold gemacht haben, aufgefallen, dass viele Leute das Puzzeln in der Krise wiederentdeckt werden. Ich glaube, das Puzzeln hat zweierlei Funktionen. Einerseits macht man sich wieder im Grunde genommen, da die Wirklichkeit in 1000 Stücke zersprungen ist, ein neues Bild, man bastelt einen neuen Sinn. Man macht aber auch die Erfahrung, das Ganze funktioniert nur, wenn jedes Teil mit eingebaut wird. Und wenn ein Teil im Ganzen fehlt, ist das Bild, ist die Gesellschaft unvollständig. Jetzt sind wir aber schon in einer dritten Phase von Corona. Schon die zweite Phase, die war gar nicht mehr so solidarisch und einmütig, sondern eher polarisierend. Es gab mehr und mehr Zweifel, ob das angemessen oder unangemessen ist. Eine Wirtschaft versus Gesundheit, jung versus alt, Krisengewinner gegen Krisenverlierer. Das heißt, der Solidargedanke ging verloren. Und was mich sehr skeptisch gemacht hat, wir haben in einer Untersuchung festgestellt, die Lebenswirklichkeit, die spreizte sich enorm. Für die einen war Corona die Vorhölle, die litten unter räumlicher Enge, die hatten existenzielle Sorgen, dass sie ihren Job verlieren, dass sie aus der Kurzarbeit nicht mehr rauskommen, dass ihre Kneipe, ihre Eventagentur den Bach runtergeht. Das war für die Vorhölle. Aber der andere Teil der Bevölkerung schilderte im tiefen Interview, das wäre jetzt so mit die schönste Zeit in unserem Leben, der Lockdown. Es war alles so ruhig, entschleunigt, Müßiggang wurde zur obersten Bürgerpflicht. Man richtete sich in einer Corona-Biedermeier-Idylle ein. Und da haben wir gemerkt, eigentlich der Solidaritätsgedanke, der steht auf dem Prüfstand, weil im Moment sich die Lebenswirklichkeiten so stark auseinanderdividieren. Und der ein oder andere applaudiert noch quasi als Ablasshandlung, weil er merkt, er kommt ganz gut durch die Krise, aber er spürt den anderen jetzt nicht so gut. Aber über den Applaus hinaus ist wichtig, dass wir uns, sagen wir, unsere Sensibilität bewahren, wie unterschiedlich unsere Schicksale sind, wie viele werden jetzt bildungsmäßig abgehangen, wie viele haben jetzt keine berufliche Perspektive mehr. Das müsste eigentlich ein Aufruf für alle sein, diesen Solidargedanken, der am Anfang so klar da war, ihn weiter hochzuhalten. Ich finde es ganz spannend, du hast die Unterschiede beschrieben in den Lebenswelten, aber auch überhaupt zwischen den Menschen, zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Gruppen, die unterschiedlichen Status, Einkommen haben und so weiter. Aber Solidarität ist natürlich genau ein Gedanke, der alle verbinden muss, diese unterschiedlichen Menschen und Situationen. Und ähnlich ist es ja auch mit dem Gedanken System. Also du hast gesagt, die einen haben sich gut eingerichtet, die anderen waren es furchtbar. Und trotzdem hat man mir beim Soziologiestudium damals beigebracht, sind beide Teil eines sehr komplexen Systems. Katharina Zweig, nicht zufällig ist eines deiner Fachgebiete Complex System Science. Kannst du uns denn helfen, diese große Gesamtheit von vielen unterschiedlichen Individuen, von denen viele sich jetzt doch wieder selbst die Nächsten sind, unter einen Hut zu bringen? Unter einen Hut zu bringen oder zu differenzieren? Was willst du haben? Ja, erst das eine, damit wir das andere erreichen können, würde ich vermuten. Ja, tatsächlich sehen wir natürlich insbesondere in diesen Zeiten, wie stark wir alle voneinander abhängig sind. Und das ist ja die Frage nach der Relevanz. Und trotzdem, und das hat Saskia auch schon gesagt,
gibt es Personen, von denen wir im Moment ganz besonders abhängig sind. Und ich glaube, um zu verstehen, wer systemrelevant ist, da kann man sich ein Konzept aus der Psychologie ausborgen. Das nennt sich die Maslow'sche Bedürfnispyramide oder Hierarchie. Und Maslow hat sich mal überlegt, was braucht denn ein Individuum, um sich vollständig entwickeln zu können? Und da ist unten, geht es erstmal um grundlegende Bedürfnisse. Da geht es um Hygiene, da geht es um Wasser, da geht es um Luft, zum Atmen, da geht es um Essen. Und genau diese Berufe, die brauchen wir jetzt natürlich auch besonders. Direkt danach geht es aber auch schon um Sicherheit, um Gesundheit. Und jedes Level hat also so seine Bedürfnisse. Und in solchen Krisenzeiten müssen wir natürlich darauf achten, dass diese Grundbedürfnisse erstmal gesichert sind. Und da reicht es auch nicht, nur zu klatschen und nur die Personen zu betrachten, sondern die müssen auch ausgestattet werden mit den Dingen, die sie wirklich brauchen. Und das heißt, wir können solche Systeme auch nur dann systemrelevant nennen, wenn wir sie mit dem versorgen, was sie brauchen, wie zum Beispiel eben die Schutzkittel, die unsere Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger gebraucht hätten. Ja, und grundsätzlich kann man noch aus der komplexen Systemwissenschaft lernen, dass solche Systeme Redundanz brauchen. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren nicht so gut hingekriegt. Wir haben in den letzten Jahren die Systeme auf Effizienz getrimmt. Das fällt uns jetzt auf die Füße, nicht so sehr wie anderen Ländern, aber doch auch ein bisschen. Mhm. Denn komplexe Systeme brauchen, um handlungsfähig zu bleiben, insbesondere dann, wenn sich die Umwelt abrupt ändert, wie bei einer solchen Pandemie, brauchen die Redundanzen, um reagieren zu können. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir in den nächsten Jahren schaffen, dass wir diese systemrelevanten Berufe wieder stark machen, dass wir sie autonom machen, dass wir sie mit den Dingen versorgen, die sie brauchen, um ihren Job zu erfüllen. Und dazu gehört natürlich auch eine gute Bezahlung, aber auch Arbeitszeiten, mit denen man leben kann. Das finde ich gut, dass wir jetzt von so einem sehr komplexen Thema auch auf eine ganz einfache Frage eigentlich gekommen sind. Und Norbert, die möchte ich dir als erstes stellen. Wieso ist es so, dass selbst wenn wir einen Moment haben, wo alle diese Wertschätzung haben für bestimmte Berufsgruppen zum Beispiel, sich das dann anschließend nicht ausdrückt in Bezahlung und auch nicht in Arbeitsbedingungen oder auch in den vergangenen Jahrzehnten offenbar ja nicht hat, sonst hätten die ja nicht so eine schlechte Situation? Ich kann mir das nur so erklären, dass wir immer noch glauben, dass jeder seines Glückes Schmied ist, also jeder macht was für sich und jeder kann etwas erreichen. Und je besser das funktioniert, desto mehr vergisst man, dass man das nur kann, weil andere auch Voraussetzungen dafür schaffen. Mhm. Das fängt an mit denen, die eine Straße bauen, die Schulen betreiben. Und dann kommen erst all diejenigen, die direkt persönlich für mich wichtig sind, auch noch, dass sie mich pflegen, wenn ich krank bin, dass sie mir etwas bringen, wenn ich etwas bestellt habe. Und ich glaube, dass das eben in einer schwierigen Situation, in Notsituationen, man sich dieser Leistungen, die man braucht, bewusster ist, als wenn es wieder besser läuft, weil man dann wieder denkt, ich mache doch alles eigentlich aus mir heraus. Also wer sich mal so ein bisschen anguckt, was so getwittert wird, was in den sozialen Medien läuft, dann scheinen ziemlich viele unterwegs zu sein, denen nicht so richtig bewusst ist, was wir an Voraussetzungen dafür brauchen, individuell frei zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass man deswegen eine solche Situation, in der einem das besonders auffällt, auch nutzen muss, um sagen zu können, jetzt müssen wir mal darüber nachdenken, wie bezahlen wir denn diese Leute? Mhm. Und wir dürfen auch als Staat uns nicht zurückziehen und sagen, ja, dann macht mal bessere Tarifverträge, weil sehr viele dieser Menschen, die die Voraussetzungen für uns schaffen, sind öffentlich Bedienstete. Also auch der Staat kann handeln auf der kommunalen Ebene, nur dann sind wir natürlich schnell an dem Punkt, wer bezahlt das denn und wie kommen wir dazu? Denn dann müssen wir auch für das, was wir in Anspruch nehmen, zu zahlen bereit sein und darüber nachdenken, wie das gerecht verteilt wird. Also ich werde gleich eine offene Frage an euch alle stellen, was so die besten Ideen wären, um die Situation zu verbessern. Wie wir es dann am Ende finanzieren, das machen wir, glaube ich, ein bisschen später, damit wir nicht gleich sagen, wir haben gar kein Geld für das, was wir eigentlich machen wollen. Ja? Aber viele Menschen, mit denen ich spreche, haben manchmal, glaube ich, ein Gefühl dafür, dass Politiker mal eben einfach sowas ändern können und verstehen nicht, dass da Probleme sind. Und vielleicht darf ich dann an Hubertus Heil die Frage richten. Also viele werden jetzt sagen, da sitzt doch ein Minister für Arbeit und Soziales. Wenn also die Arbeit von bestimmten Leuten nicht honoriert wird, die Arbeitsbedingungen nicht stimmen, dann kann der das doch einfach ändern. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, dass
wir erstmal diesen Begriff systemrelevant entschlüsseln müssen. Ich habe erstmal das Gefühl, das ist eher eine Ironisierung der letzten Krise gewesen, weil damals von der Systemrelevanz von Banken viel geredet wurde, 2008, 2009. Und man jetzt festgestellt hat, dass es Menschen sind, die den Laden am Laufen halten, die übrigens meistens nicht im Homeoffice waren, die zu wenig bekommen, aber mehr verdienen. Und ich lege Wert darauf, dass die SPD dieses Thema auch schon vor Corona auf dem Schirm hatte. Wir haben zum Beispiel eine ganze Menge getan, um die von Saskia vorhin angesprochenen Paketboten besser zu schützen. Aber wir müssen feststellen, dass wir nicht weit genug gekommen sind. Und jetzt sagen alle, Corona ist so ein Brennglas. Man sieht im Guten wie im Schlechten, was in diesem Land los ist. Wir haben gute Dinge erlebt, Solidarität in der gesellschaftlichen Ebene. Auch ein starker Sozialstaat, der jetzt zum Beispiel mit den Regeln von Kurzarbeit hilft, Arbeitsplätze zu sichern. Und wir sehen massive und krasse Defizite, die wir vorhin schon hatten. Und in diesem Bereich, vor allem im Dienstleistungsbereich. Und man muss sich aber fragen, was ist da über Jahre und Jahrzehnte schiefgelaufen, dass die Würde und auch der Wert von Arbeit nicht genügend gewürdigt wurde. Und Norbert hat den Punkt genannt. Wir haben seit 30 Jahren eine Entwicklung, dass die Tarifbindung in vielen Bereichen zerbrochen ist. Das heißt, da, wo Tarifverträge sind, sind in der Regel Löhne und Gehälter höher. Das heißt, in der Industrie eher eine männliche Belegschaft, starke Gewerkschaften. Aber in vielen Dienstleistungsbereichen ist es auf der einen Seite schwierig gewesen, Beschäftigte in Gewerkschaften zu organisieren. Und immer mehr Arbeitgeber haben auch alles getan, um aus Arbeitgeberverbänden und aus Tarifstrukturen auszusteigen. Ergebnis ist, noch 47% der Beschäftigten sind tarifgebunden. Wir haben angefangen, dagegen zu steuern. Ich will daran erinnern, dass Andrea Nahles den Mindestlohn eingeführt hat 2015. Und das ist jetzt echt eine wichtige Woche, diese Diskussion zu führen. Jetzt nicht nur bei uns im Chat, weil wir in dieser Woche erleben werden, dass die Mindestlohnkommission nämlich morgen Vorschläge für einen höheren Mindestlohn macht. Wir werden aller Voraussicht nach in dieser Woche auch über die Grundrente diskutieren. Das geht genau um die Menschen, über die wir gerade reden. Vor allen Dingen Frauen, die Lebtag gearbeitet haben, aber so niedrige Löhne hatten, dass am Ende sie nicht mehr haben als die Grundsicherung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben in vielen Bereichen uns kräftig bemüht, dagegen zu steuern. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben zu wenig geschafft. Der Mindestlohn war wichtig, aber er ist immer nur eine Lohnuntergrenze. Unser eigentliches Ziel muss es sein, dass es wieder überhalb des Mindestlohns eine anständige Lohn- und Gehaltsentwicklung gibt, dass wir eine gerechtere Primärverteilung zwischen unternehmerischen Gewinnen und Lohnentwicklung haben in diesem Land. Das ist eine Frage der Wertschätzung, das ist aber übrigens auch ökonomisch vernünftig, weil die, über die wir reden, ihr Geld in der Regel nicht auf die hohe Kante legen oder einen Investmentfonds tun, sondern Teil des Wirtschaftskreislaufs sind. Deshalb, es ist verdammt spät, aber die Hoffnung ist, diese Zeit ist die, in der wir Dinge mehr bewegen können, weil es stärkeren gesellschaftlichen Rückenwind dafür gibt. Gesellschaftlicher Rückenwind heißt dann in diesem Fall auch bessere politische Realitäten, mehr Rückendeckung von euren Bürgerinnen und Bürgern? Ja, ich erlebe das ja im Moment. Ich habe im Moment ziemlich viel mit dieser Fleischindustrie zu tun, wo wirklich Menschen ausgebeutet werden. Und wo wir erleben, dass das jahrelang am Rande der gesellschaftlichen Diskussion war. Und jetzt in Pandemiezeiten, wo es ein allgemeines Gesundheitsrisiko ist, vielen Menschen erstmal ins Bewusstsein gedrungen ist. Eingeweihte, die sich um sowas gekümmert haben, haben immer schon gesagt, da müssen wir ran. Da gab es immer wieder gesetzgeberische Versuche. Aber es gab nicht den entsprechenden gesellschaftlichen Rückenwind. Mein Eindruck ist, dass es jetzt eine Riesenchance, dieses Land nach der Krise nicht auf den Status quo davor zurückzustellen, sondern dieses Land nicht nur digitaler, nicht nur ökologischer, sondern auch sozialer zu machen und dafür zu sorgen, dass wir Dinge nach vorne hin ins Lot bringen in dieser Gesellschaft. Das hat was mit Leistungsgerechtigkeit in diesem Fall zu tun, mit der Anerkennung von Würde von Menschen, weil für die allermeisten Menschen ist ja Arbeit mehr als Broterwerb. Es ist Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, es ist Kolleginnen und Kollegen zu haben, aber es ist eben auch Broterwerb. Und dazu gehören anständigere Löhne und Arbeitsbedingungen. Es gibt Fragen schon aus dem Netz. Ich möchte mal nur eine rausgreifen von Max. Wie verhelfen wir Pflegekräften zu besserer Entlohnung und besseren Arbeitsbedingungen? Das ist ja eine ganz konkrete Frage. Ist möglicherweise auch nicht mit dem Mindestlohn anheben alleine erschlagen, oder? Nee, da würde ich gerne was zu sagen, weil auch das ist ein Thema, das haben wir vor Corona schon angegangen mit der konzertierten Aktion Pflege. Und wir haben gesagt, wir brauchen höhere Mindestlöhne auch in der Pflege. Und es gibt jetzt nicht nur einen höheren Pflegemindestlohn für Pflegehilfskräfte, sondern auch für Qualifizierte. Aber das kann es ja nicht gewesen sein, sondern mein Ziel ist, dass es vor allen Dingen in der Altenpflege, wo nur 20% der Beschäftigten tarifgebunden sind, endlich ein Tarifvertrag zustande kommt, den ich als Arbeitsminister für die gesamte Branche verbindlich erklären kann. Und das ist nicht nur eine Frage des Anstands, übrigens auch der Vernunft. Man findet nämlich kaum noch Leute, wenn wir da nicht besser bezahlen. Da kommt aber die Frage, die Norbert vorhin genannt hat, ins Spiel. Wenn wir das machen, und wir müssen das machen, die Menschen da besser zu bezahlen,
dann ist es in diesem System auch eine Frage der Refinanzierung der Pflegeversicherung, weil wir wollen ja nicht, dass die zu Pflegenden oder die Angehörigen die Zeche zu zahlen haben. Und dann werden wir als Gesellschaft über die Pflegeversicherung und aus dem Steuertopf uns dazu bekennen müssen, dass diese Gesellschaft für Gesundheit und Pflege in einer älter werdenden Gesellschaft auch mehr investieren muss. Mhm. Es gibt noch eine Frage von Steffen, dass die Pflegenden sich nicht in einer Gewerkschaft zusammenschließen. Und die Frage, warum wollen sich die Pflegenden nicht organisieren, um ihre Interessen durchzusetzen? Also, das könnt ihr wahrscheinlich nicht im Einzelnen beantworten, aber gibt es Ideen, wie ihr die davon überzeugen könnt? Naja, also man kann schon ziemlich deutlich sehen, was es für einen Unterschied macht, ob man in einer Gewerkschaft organisiert ist und vor allem, ob auch der Betrieb dann im Arbeitgeberverband ist und man damit auch dem Tarif unterliegt oder nicht. Aber zunächst mal muss man ja die Frage stellen, ob eigentlich das richtig war und richtig bleibt. So wichtige Bereiche wie zum Beispiel die Altenpflege oder auch die medizinische Versorgung dem Markt anheimzustellen und damit auch einem Wettbewerb um die günstigsten Bedingungen und um die höchste Effizienz. Und damit haben wir ja die Minutenpflege eben erzeugt. Wir haben auch Druck eben gemacht auf die Löhne, auf die Gewinne. Dass man überhaupt in so einem System Gewinn machen will, ist möglicherweise schon vielleicht ein Problem. Ja? Mhm. Und daraus entstehen dann eben auch solche Arbeitsverhältnisse. Und dass insgesamt die Überzeugung verloren gegangen ist, wenn ich mich mit anderen zusammentue, kann ich was für mich selbst und für alle anderen und damit für die Gesellschaft erreichen, das ist eine Entwicklung, die in den letzten 20, 30 Jahren auch sehr, sehr negativ sich natürlich auf unsere Gesellschaft ausgewirkt hat und wo wir auch wieder lernen müssen, gemeinsam sind wir stärker. Mhm. Norbert. Weil vor allem wir machen uns ja was vor, wenn wir sagen, das regelt der Markt. Denn es würde der Markt ja regeln, wenn wir eine abgeschlossene Wirtschaft wären und man merken würde, man bekommt dafür kein Personal, dann müsste man mehr bezahlen. Aber hier wird Globalisierung sozusagen ausgenutzt, indem man sagt, ich mache quasi, ich sage das mal so hart, eine Lieferkette, die nicht aus Gütern, sondern aus Menschen besteht. Das heißt, ich nutze die Tatsache, dass in anderen Ländern schlechtere Lebensbedingungen herrschen, dass Menschen von der Not getrieben gucken müssen, wo sie ihr Geld verdienen können. Und damit fülle ich sozusagen die Lücke, die ich hier damit reiße, dass ich zu wenig bezahle. Und damit gerät natürlich ein Markt aus den Fugen, geht ins Ungleichgewicht. Und es wird so, dass die einen eigentlich immer ärmer werden oder jedenfalls nicht auf den grünen Zweig kommen und andere damit ihre Geschäfte machen können. Und wenn wir das, was systemrelevant ist für uns, man kann es ja auch nochmal so übersetzen, das sind die Jobs, die, wenn es sie nicht gäbe, uns alle auch unser privates Leben nicht führen lassen würden. Wenn man die also haben will, dann muss man dafür sorgen, dass nicht nur diese Menschen anständig bezahlt werden, sondern wenn sie anständig bezahlt werden und damit dann auch Preise steigen, zum Beispiel für Fleisch, dass dann die Primärverteilung bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch besser wird, die sich das dann nämlich sonst nicht mehr leisten können. Und damit kommen wir, ob wir wollen oder nicht, mit dieser Frage immer wieder in eine Verteilungsfrage. Und wenn ich das anspreche, gibt es immer ganz erboste Reaktionen, der will alles mit Verteilung lösen. Ja, wir reden über eine Verteilung. Wir reden darüber, dass Arbeit, wichtige Arbeit für uns alle nicht wertgeschätzt wird beziehungsweise nicht ausreichend bezahlt wird, während andere offenbar davon den Gewinn mitnehmen und damit sozusagen das Gefüge ins Ungleichgewicht gerät. Also ich werde da nicht böse, im Gegenteil, ich würde mich sehr wundern, wenn wir hier bei der SPD nicht auch diese Frage stellen würden. Und ich habe die auch auf dem Zettel, da kommen wir garantiert noch hin. Und Verteilung heißt ja nicht unbedingt immer dem einen was weggeben und dem anderen geben. Also wir können ja gleich darüber sprechen, was eine sinnvolle Methode der Verteilung zum Beispiel ist. Aber vorher, weil wir so viel über Pflege gesprochen haben, Katharina Zweig, du als Digitalisierungs- und KI-Spezialistin, ist das eine Diskussion, die wir heute führen, die wir vielleicht nur noch für 10 Jahre führen? Es gibt ja immer wieder diese tollen Ideen von Pflegerobotern und so weiter und so fort. Vielleicht haben wir dann ja gar keine Probleme mehr in dem Bereich. Ja, ich wollte gerade noch mal zur Mitbestimmung was sagen. Mitbestimmung ist auch deswegen wichtig, damit neue Technologie, die in diese Arbeitsbereiche kommt, gestaltet wird. Denn wir können uns vorstellen, dass maschinelles Lernen dazu verwendet wird, um Menschen zu Schichtplänen zuzuteilen, um irgendein Effizienzkriterium noch besser zu machen. Oder diese Technologie kann eingesetzt werden, um zum Beispiel eine Work-Life-Balance besser zu machen. Und um da mitreden zu können, ist Mitbestimmung für mich eines der wichtigsten Werkzeuge. Also es geht nicht nur um Löhne, es geht tatsächlich auch um Gestaltung von der Technologie, die dann nachher am Arbeitsplatz eingesetzt wird.
Und jetzt trotzdem noch mal zu der großartigen Verheißung der Technologie. Ich sehe eine leichte Skepsis. Also wir werden diese Probleme tatsächlich lösen müssen. Wir können uns nicht auf eine technologische Lösung verlassen. Naja, ich glaube, das wollen wir auch gar nicht, oder? Ich meine, wollen wir als Patientinnen und Patienten denn wirklich vom Roboter gepflegt werden? Aber meine Schwiegermutter, die hätte sich halt schon gefreut, wenn es eine intelligente Hebehilfe gegeben hätte. Die hat jetzt sehr lange Hospizarbeit gemacht und da müssen die Patienten umgelagert werden. Und sie hätte sich gefreut, wenn sie da Unterstützung gehabt hätte, damit der Rücken nicht so wehtut. Aber auch das wollen wir nur dann, wenn wir die Zeitdividende, also die Zeit, die dadurch frei wird, die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger auch nutzen dürfen, um den sozialen Kontakt zu ihren Patientinnen zu haben. Denn wenn wir das wieder nur dafür nutzen, um alles noch effizienter zu machen und die Minuten abzuhaken, die man haben darf, um eine Person zu pflegen, dann vergraulen wir die Personen auch aus diesen Berufen. Denn die haben diese Berufe gewählt, um mit Menschen in Kontakt zu sein. Und Technologie sollte sie dabei unterstützen und ihnen mehr Zeit geben. Und auch das ist eben eine Gestaltungsfrage. Und ja, auch die kostet Geld. Und natürlich müssen wir deswegen über Verteilung reden. Aber vor allen Dingen müssen wir über Gestaltung reden. Diese künstliche Intelligenz, diese Software, die kommt nicht einfach über uns. Die wird gestaltet. Und nur wer sich organisiert und mitbestimmt, kann auch bei dieser Gestaltung teilhaben. Dankeschön. Das Lichtspiel auf Stefan Grünewalds Gesicht entwickelt sich langsam zum Heiligenschein. Deswegen vielleicht zu einem Thema, was mir besonders wichtig ist. Die mangelnde Solidarität kann man sich ja immer noch damit erklären, dass man sagt, die Leute suchen eben ihren eigenen Vorteil. Die wollen vielleicht nichts bezahlen, nichts abgeben oder so. Aber woher kommt die mangelnde Wertschätzung normalerweise und auch jetzt schon wieder? Du hast ja gesagt, in der ersten Phase waren alle begeistert und solidarisch, jetzt schon wieder nicht mehr. Wo kommt das gesellschaftlich und wie kann man sowas verändern? Denn so eine Mentalitätsfrage, die kann man ja nicht einfach durch ein besseres Gesetz zum Beispiel regeln. Ja, diese Frage der Wertschätzung hat ja eine materielle Dimension. Die haben wir jetzt andiskutiert. Ich glaube, es ist wichtig, da über andere und gerechtere Lohnstrukturen nachzudenken. Aber sie hat auch eine ideelle Dimension. Das heißt, die Frage ist, sieht man, dass derjenige, der den anderen pflegt, wirklich relevant ist, dass wir ihn zum Leben brauchen? Und wir sind ja gerade in der Diskussion im Grunde genommen von dem einen Extrem, dass wir das sehen und anerkennen und auch besser bezahlen, zum anderen Extrem, der Pflegeroboter kommt irgendwann und ersetzt dich komplett. Und das ist, sagen wir mal, diese schwierige Stimmung, die wir haben, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie werden im nächsten Moment komplett obsolet, weil die KI, der Roboter oder so, das ersetzt. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland diese materielle Diskussion, aber auch eine ideelle Diskussion. Also es gibt viele Menschen, die das Gefühl haben, wirklich zweitklassig zu sein, weil sie nicht mehr wie vielleicht in den 70er oder 80er Jahren den Eindruck haben, es gibt eine gesellschaftliche Elite, die kämpft für bessere Arbeitsbedingungen, die kämpft für bessere Bildungschancen, sondern die Elite guckt zum Teil so, jenseits von Corona, etwas schnippig auf den gemeinen Menschen herab, der noch Fleisch isst, der noch Alkohol trinkt, Zigaretten raucht, ein Dieselauto fährt, vielleicht nur den Hauptschulabschluss hat, guten Sender, also Obdachlosen-TV oder Hartz-IV-TV guckt. Das heißt, diese ganze Formulierung deutet schon an, dass man das Gefühl hat, die Welt wäre eigentlich eine bessere, wenn der andere Teil der Bevölkerung so wäre wie ich. Und ich glaube, da brauchen wir von Grund auf nochmal einen neuen Solidargedanken. Das heißt, Bezahlung ist ein Thema, aber wie kann ich wirklich dem anderen zeigen, ich brauche dich, ich sehe, was du leistest und ich anerkenne auch, dass du vielleicht andere Präferenzen hast, dass du den Diesel brauchst, um dich vorwärts zu bewegen, dass du das Fleisch auf dem Grill brauchst, um so eine kleine Tröstung und einen kleinen Höhepunkt im Alltag zu haben. Und sag mal, ich sehe das immer als ganzheitlichen Komplex, wenn sich die Pflegekraft, auch wenn sie besser bezahlt wird, in den Innenstädten keinen Wohnraum mehr leisten kann, dann ist das auch ein Wertschätzungsdefizit. Wenn sich die Pflegekraft oder der Arbeiter im Grunde genommen selber sich
antizipierend auf die Zukunft das Gefühl vermittelt, ich werde auch nicht mehr gepflegt und ich kann mir in Zukunft dann auch nicht mehr leisten, dass ich gepflegt werde, dann ist grundsätzlich was schieflaufen. Das heißt, wir müssen dieses Thema immer materiell diskutieren, aber wir brauchen auch eine ganz andere ideelle Wertschätzungskultur in Deutschland. Mhm. Nochmal vielleicht an alle gefragt, habt ihr Ideen? Und ich akzeptiere auch ausdrücklich, wenn er sagt, da haben wir jetzt auch keine Idee, das Problem ist uns eine Nummer zu groß. Aber habt ihr Ideen, wie wir gerade diese ideelle Wertschätzung hinbekommen? Teil 1 habe ich ja noch verstanden, das sein bestimmt das Bewusstsein. Wer was auf Tasche hat, wer in seinem Job gut bezahlt wird, wer vielleicht auch in der Innenstadt wohnt, fühlt sich besser. Dann sehen auch die anderen, der hat was zu bieten, klar. Aber jetzt mal grundsätzlich Wertschätzung. Wie wollt ihr die Leute dazu bekommen, das wieder mehr zu haben? Und auch ein Gefühl von Gemeinschaft, ne? Darum ging es dir ja vorhin, Norbert. Naja, ich meine, das sind natürlich gerade diese ideellen Dinge, sind ja Dinge, die Politik nicht einfach per Gesetz im Bundestag beschließen kann. Mhm. Wir reden ja zum Beispiel unter anderem, so verstehe ich das jedenfalls, auch über eine wiedergewonnene Toleranz, dass man mal sagt, ich erkenne an, dass jemand andere Präferenzen hat, wie Stefan das sagt, dass er anders lebt. Und ich deswegen nicht meine, dass der jetzt weniger wert ist oder weniger beiträgt zu dieser Gesellschaft. Ich glaube, so eine Kultur, die hat damit zu tun, was kann Politik an diesem Punkt machen? Es kann kein Gesetz geben, du musst tolerant sein. Was ich machen kann, ist natürlich Bildung verstärken. Und zwar nicht nur die unmittelbare technische Bildung, so wichtig sie ist, sondern auch die kulturelle im Umgang miteinander. Das sind Dinge, auf die wir wieder mehr Wert legen müssen. Wir müssen Ehrenamt stärken, weil im Ehrenamt eine Menge gemacht wird, wo das Aufeinanderzuführen von Menschen oder das Miteinanderleben von Menschen unterstützt wird und nicht von Robotern. Das sind Dinge, die wir machen können, aber es sind keine, bei denen es so einen Algorithmus gibt nach dem Motto, ich mache das und dann kommt hinten als Ergebnis genau das raus, was ich möchte, sondern es hängt immer auch von einem bestimmten Zeitgeist ab. Es hängt ab von einem Wohlstandsgefühl, wie weit sehe ich eigentlich Abhängigkeit von anderen. Und ich glaube, dass man dann eben eine solche Situation, in der wir jetzt sind, auch ein Stück nutzen kann, um sozusagen diese Erkenntnis nochmal wieder aufzubereiten. Zusammen mit Medien, zusammen mit Bildungsinstitutionen, nicht unbedingt einfach per Dekret. Mhm. Es gibt noch ein paar sehr konkrete Fragen aus dem Publikum. Die möchte ich natürlich jetzt vor allem den Politikern erstmal stellen. Und ich habe zwei Aspekte sind für mich interessant. Erstens, wie steht ihr zu diesen Fragen? Und zweitens, selbst wenn ihr es gut findet, für wie realistisch haltet ihr es, dass es dafür auch politische Mehrheiten gibt? Ja? Fangen wir an mit der 30-Stunden-Woche. Wird das jetzt intensiv diskutiert werden? Und wie wahrscheinlich ist eine 30-Stunden-Woche? Ich kenne Pflegekräfte, wo ich sage, die würden sich auch über eine 60-Stunden-Woche freuen, aber... Ich finde es total notwendig, dass wir darüber sprechen, wenn wir schon darüber immer wieder darüber reden, dass möglicherweise die Digitalisierung oder dann insbesondere noch die KI uns alle unnötig macht oder sehr viele überflüssig macht, dann müssen wir mindestens darüber sprechen, dass wir eben Arbeitszeit reduzieren. Und weil Nina Zweig vorher von Redundanz gesprochen hat und von Effizienz, unter dem wir derzeit leiden, glaube ich auch das Thema Wertschätzung, von dem wir vorher gesprochen haben und die Wertschätzung auch für andere Lebensrealitäten, die kann ich ja nur aufbringen, wenn ich überhaupt die Zeit habe, mich mit einer anderen Realität zu beschäftigen. Wenn ich aber schon als Schülerinnen und Schüler im 8-jährigen Gymnasium, weil es muss doch auch in 8 Jahren zu machen sein, so unter Druck stehe zeitlich, dass ich gar keine Langeweile mehr aufbringe, gar keine Zeiten mehr habe, wo ich mal nichts tun muss, wie kann ich dann einen Perspektivwechsel eingehen? Und das ist mal grundsätzlich so eine Frage, müssen wir nicht alle auch füreinander wieder mehr Zeit haben, mehr Entspannung haben, ein bisschen Druck rausnehmen, um tatsächlich auch wieder aufeinander zu achten, aufeinander einzugehen und diese Fähigkeiten wieder ein Stück weit mehr zu entwickeln. Mhm. Und Norbert sagt ganz richtig, das kann man nicht per Dekret dann verordnen. Aber natürlich können Bildungssysteme dazu auch einladen, wenn sie eben wegkommen vom reinen Stoffvermitteln und hin dazu, was uns auch ausmacht als Menschen. Und da komme ich dann nochmal zum Thema Digitalisierung. Digitale Bildung muss auch heißen, uns fit machen dafür, was uns als Menschen auszeichnet und was uns als bessere Fähigkeit und Fähigkeit darüber hinaus, was KI jemals leisten können wird, auszeichnet, nämlich über den eigenen Tellerrand hinwegzublicken. Nicht diese Tunnelbegabungen auszuleben, sondern auch immer divers zu schauen und unsere Fähigkeiten auch einzusetzen. Mhm.
Es gibt mehrere Fragen zur Mehrwertsteuersenkung. Die eine Frage ist, wie man sicherstellen wollen, dass nicht Discounter und Läden einfach sozusagen mehr verdienen und die Wirtschaft Gewinner der Steuersenkung ist. So ist es hier formuliert. Und eine andere Frage ist, hätten wir nicht einen Mehrwertsteuerbonus besser auszahlen können, was zum Beispiel für Hartz-IV-Empfänger deutlich mehr unterm Strich bedeutet hätte. Wie seht ihr das? Wer mag antworten? Norbert? Wir haben andere Vorschläge auch gemacht und haben gesagt, das Beste wäre, dass man unabhängig vom Gehalt einen bestimmten Betrag an Menschen auszahlt in dieser Krise. Und davon haben natürlich am ehesten die wenig verdienen, weil sie dieses Geld auch ausgeben und damit auch wieder in den Wirtschaftskreislauf einspeisen. Was die Mehrwertsteuersenkung angeht, gehöre ich zu denen, die sich im Augenblick etwas bestätigt fühlen. Ich bin in der Vergangenheit oft jetzt in Interviews gefragt worden, das wird doch bestimmt einbehalten. Ich habe immer gesagt, ich kann mich noch an ein Radio-Interview erinnern, wo ich gesagt habe, es wird nicht lange dauern, dann wird bei Ihnen in der Radiowerbung vor den Nachrichten damit geworben, dass die Mehrwertsteuer weitergegeben wird. Und wer heute mal Radio einschaltet und sich die Werbung anguckt, der weiß, das ist diesmal anders als bei den Hotels, die sowieso schwankende Preise haben und wo kein Mensch merkt, sind die billiger geworden oder nicht. Es ist jetzt ein Werbeargument, weil die Wirtschaft selbst daran interessiert ist, ich sag mal, den Umsatz wieder in Gang zu bringen. Es wird Bereiche geben, in denen das nicht der Fall ist. Es wird sogar Bereiche geben, in denen es verständlicherweise nicht der Fall ist. Ich bin zum Beispiel ein Carsharing-Nutzer und mein Carsharing-Unternehmen hat mir geschrieben und hat gesagt, wir sind dermaßen in die Knie gegangen in den letzten Monaten, dass wir um Verständnis bitten, dass wir jetzt diese Mehrwertsteuersenkung nicht weiterreichen. Und ich muss ehrlich sagen, das ist in einer Form passiert, wo ich sagen muss, das ist jetzt kein verschleudertes Steuergeld, dass wir da auch ein Stück System stützen. Aber insgesamt kommt es darauf an, dass Verbraucherverbände, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher darauf achten und damit eben auch wirklich darauf einwirken. Und man sieht eben, es gibt einige, sogar interessanterweise auch Autofirmen, die mehr als die Senkung der Mehrwertsteuer jetzt weitergeben und damit zeigen, ja, es geht auch so, eine Kaufprämie zu finanzieren. Hubertus Heil, ich glaube, eine Frage, und zwar von Dittmar, ist eigentlich wie für dich gemacht. Der schreibt nämlich, seit vielen Jahren wird das System der Zeitarbeit kritisiert. Warum reagieren Politiker der ersten Reihe, da stehst du ja eindeutig in der ersten Reihe, so zögerlich? Man hört oft die Worte Sklavenarbeiter. Das Wort müssen wir nicht benutzen, aber das Problem der Zeitarbeit, wie siehst du es? Gestatte ich mir trotzdem noch eine Bemerkung dazu, zu der Debatte eben. Gerne. Weil ich finde das ganz, an einem Punkt möchte ich Norbert noch unterstreichen. Also, wir wissen aus allen Untersuchungen, dass die Senkung von Verbrauchssteuern, in diesem Fall der Mehrwertsteuer, ja doch unteren und mittleren Einkommen zur Verfügung stellt, weil die ihr Geld eben nicht auf die hohe Kante bringen. Ich will auch an den Familien- oder Kinderbonus erinnern, der eben nicht auf Grundsicherungsleistung zum Beispiel angerechnet wird, aber bei Spitzenverdiener bei der Steuer dann auch minimiert wird. Also ich glaube schon, dass wir da auch Blöcke eingesetzt haben. Was das Arbeitsrecht insgesamt betrifft, müssen wir Recht und Ordnung am Arbeitsmarkt neu kalibrieren. Wir erleben das gerade am Beispiel der Fleischindustrie. Da werden wir Werksverträge und Leiharbeit verbieten in dieser speziellen Branche, weil wir erlebt haben, dass dort Löhne gedrückt wurden, dass dort an dieser Stelle auch Verantwortung abgewälzt wird. Das ist so ein System von organisierter Verantwortungslosigkeit, was auf dem Rücken der Leute geht. Das sind vor allen Dingen Menschen aus Mittel- und Osteuropa, die da wirklich hart keulen und arbeiten und am Ende des Tages um ihre Löhne betrogen werden. Insgesamt, was Arbeitnehmerüberlassung oder Leiharbeit betrifft, ist meine Überzeugung, dass man das zurückführen muss auf die Auftragsspitzen von Unternehmen. Also da ist es vernünftig, dass man ein Flexibilitätsinstrument hat. Aber wir haben eine Entwicklung erlebt, dass in vielen Bereichen Zeit- und Leiharbeit auch eingesetzt wurde, um klassische Arbeitsverhältnisse zu ersetzen. Da hat Andrea Nahles schon was gegen getan als meine Amtsvorgängerin, dass nach einiger Zeit der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt. Den will ich meinetwegen auch früher in diesem Bereich einsetzen. Aber das, finde ich, ist der richtige Weg. Und was das Thema Arbeitszeit betrifft, da habe ich eine sehr differenzierte Sicht der Dinge. Ich glaube, der Grundsatz der Sozialdemokratischen muss sein, dass wir in der Arbeitsgesellschaft dafür sorgen, dass die Arbeit zum Leben passt und nicht umgekehrt. Und das stellt sich in verschiedenen Lebensphasen ja sehr unterschiedlich dar. Es gibt durchaus Menschen, die wollen keine Arbeitszeitverkürzung für sich, weil sie als Frauen zum Beispiel in einer Teilzeitfalle gefangen sind und zu wenig Lohn bekommen. Die würden eher gerne ein bisschen mehr arbeiten. Deshalb haben wir die Brückenteilzeit eingeführt, müssen was für Beruf und Familie tun. Aber ich finde, wir müssen uns in Lebensphasen einplanen. Es gibt Zeiten, denen wollen Menschen mal richtig Gas geben.
dann kommen Kinder, dann will man wieder, dann kommen die Kinder in die Pubertät, dann will man wieder mehr. Ich ironisiere das jetzt gerade, ich habe noch keine Kinder in der Pubertät, die sind kleiner. Ich will nur sagen, es muss Zeiten geben für Buße, aber es muss auch Zeiten geben für Qualifizierung, für Weiterbildung. Das muss unsere Überlegung sein, zu wissen, dass das Arbeitsleben hochdifferenziert ist, aber dass alle Menschen im Leben eine Chance für mehr Zeitsouveränität brauchen, für Selbstbestimmung. Und zwar so, dass sie sich das auch ökonomisch leisten können. Und das ist in vielen Bereichen ganz praktisch für viele das Problem. Letzte Bemerkung von mir bei der Frage Mentalitätswandel, das war ja hier auch ein Punkt, neben dem Materiellen, fängt schon, glaube ich, mit der Frage an, wie wir über Menschen in diesem Land reden. Auch wir Sozialdemokraten, ehrlich gesagt. Ob wir uns empören können über Verhältnisse, die nicht in Ordnung sind. Ob wir in der Lage sind, nicht herablassend von den kleinen Leuten zu reden. Das ist nett gemeint, dieser Begriff, aber das kommt ja schon von oben. Oder ob man begreift, dass in diesem Land alle Menschen eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben haben und die Qualität von Menschen nicht erst mit einem akademischen Grad anfängt, sondern man feststellt, dass die Mehrheit in diesem Land eine berufliche Ausbildung haben, die was leistet. Dass die Mehrheit in diesem Land tatsächlich ihren eigenen Lebensweg gehen will, aber dass ein großer Teil der Leute erlebt hat, dass sie von der mittleren Lohn- und Gehaltsentwicklung in den letzten Jahren regelrecht abgehängt wurden. Dafür brauchen wir tatsächlich an vielen Stellen auch Veränderungen im Arbeitsrecht, aber vor allen Dingen bei der Primärverteilung von Löhnen und Gehältern. Dankeschön. Katharina, du wolltest gerne was sagen. Ja, ich würde mich gerne noch mal einmischen. Ich habe mich gefragt bei der Systemrelevanz, eigentlich sind wir doch das System. Wir sind alle Teile von Systemen. Aber ich glaube, die meisten von uns leiden darunter, dass wir in diesen Systemen inzwischen gefangen sind. Wir haben sie durchoptimiert, wir haben sie standardisiert, es gibt Prozesse und wir alle sind als eigentliche Elemente des Systems kaum noch handlungsfähig. Und ich glaube, dass das, also das ist für mich etwas, was ich mitnehme aus der Krise, das wusste ich auch früher schon, aber es zeigt sich in Krisenzeiten ganz besonders, dass wir den einzelnen Menschen wieder mehr Vertrauen und Handlungsfähigkeit geben müssen. Wir müssen unsere Systeme wieder regionaler machen, auf Vertrauensbasis basieren lassen. Denn das ist im Moment wirklich ein Problem, dass wir alle warten müssen, bis irgendjemand irgendwo entscheidet, was wir tun sollen. Und das hat eben auch was mit Respekt und Wertschätzung zu tun, wenn wir diesen Prozessen unterworfen sind, weil man uns ja eh nicht vertrauen kann, anstatt dass man uns Handlungsmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, dass das ein Weg sein könnte. Du hattest vorhin gefragt, wie wir denn Wertschätzung auch wieder ausdrucken können, indem wir Menschen auch wieder lokal Handlungsmöglichkeiten übergeben. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt wäre. Ja, jetzt sprichst du auch eine Wertschätzung an, einfach von Meinungen, auch von Existenzen jenseits des Beruflichen. Das finde ich ganz wichtig. Vielen, vielen Dank. Stefan Grünewald, du hattest dich auch gemeldet. Ja, es war ja gerade das Thema, kann jetzt eine Entspannung auch, sagen wir, die Arbeitszeit reduzieren, zu einer besseren Lebens- und Arbeitswirklichkeit führen. Ich habe nichts gegen darüber danach zu denken, aber ich glaube, das ist ein Problem, was wir nicht formal allein durch Arbeitszeitenreduktionen hinkriegen. Was wir beobachten, wir haben vor 2 Jahren eine Studie gemacht, wie sich so die Arbeitswirklichkeit in Deutschland verändert, und haben einen Paradigmenwechsel festgestellt von einer Matchwork-Logik zu einer Stretchwork-Logik. Matchwork, das alte Ideal, ist, dass in Betrieben schon geguckt wird, dass der Mitarbeiter mit seinen Fähigkeiten sich einpasst in das Anforderungsprofil. Das heißt, ideal ist so ein Passungsverhältnis. Ne? Der Arbeiter fühlt sich wohl und der Unternehmer hat das Gefühl, ne, der Angestellte, der Arbeiter, der hilft dem Ganzen zum Erfolg. Das führt dazu, dass man sich eingebunden fühlt, dass man sich gewertschätzt fühlt, dass man stolz ist, dass man das Gefühl hat, an einem höheren Sinn teilzunehmen. Meine Lieblingsanekdote handelt von Cap Canaveral, wo Kennedy sozusagen im Zuge des ersten Mondprogramms Cap Canaveral besucht und er sieht einen Hausmeister, ne, im blauen Mann, der ist mit einem Wischmopp bewaffnet und er fragt ihn, was tun Sie denn hier? Und er sagt, ich helfe dabei, einen Menschen zum Mond zu bringen. Das ist Matchwork, das ist Wertschätzung, das ist Sinnstiftung. Was wir im Moment erleben, ist ein Paradigmenwechsel, Stretchwork. Das heißt,
man guckt nur noch vom Unternehmen und wie kann das Unternehmen möglichst viel Effizienz. Der Mitarbeiter ist allenfalls eine Kostenstelle und er muss sich, sagen wir mal, in diesen Effizienzkorridor reinzwingen. Das machen einige notgedrungen mit, führt aber nicht zu dieser Erfüllung, zu diesem Sinnmomentum, zu dieser Wertschätzung und zu diesem Eingebundensein. Und ich erwarte von der FDP, wenn man jetzt, von der SPD, sorry, wenn man in die Zukunft guckt, halt nicht dieses Effizienzdenken, sondern wie schaffen wir auch eine Unternehmenskultur, die den Einzelnen wieder sieht, die den Einzelnen wieder fördert. Ich vermute sogar, dass du bei der SPD, dass deine Erwartungen da sogar nicht enttäuscht werden, Stefan. Erwarten solltest du es möglicherweise von allen Parteien. Jetzt kommen wir zum Punkt, der Norbert dir besonders wichtig war. Du hast schon zweimal darauf hingewiesen, aber jetzt geht es endlich um die Frage, wer soll es eigentlich bezahlen? Wobei wer, da habe ich sofort gedacht, naja, wer ist klar? Wir. Ja? Aber da geht es ja darum, aus welchen Töpfen nimmt man was und auch nicht nur die Frage, wo nimmt man das Geld her, sondern wie kriegt man es auch rein? Und es gibt auch viele Fragen im Internet, die sich eben in der Tat um Umverteilung drehen oder andere Fragen einfach, wie können wir dafür sorgen, dass nicht die weniger Begüterten jetzt auf einmal die Zeche zahlen? Ja? Darf ich noch eine Sache sagen zu dem, was Katharina und Stefan gesagt haben? Nämlich, ja, ich fand, das passte so gut zusammen zwischen dem, was Katharina, du mit der mehr Regionalisierung gesprochen hast und das, was Stefan angesprochen hat. Ich glaube, das Hauptproblem in dieser seelenlosen Globalisierung, ich bin nicht gegen die Globalisierung als solche, ich glaube, dass wir eine qualitative Globalisierung brauchen, aber diese Seelenlose, die lebt davon und das gibt es im Betrieb und das gibt es vor allen Dingen in internationalen Beziehungen, dass je globaler es wird, desto anonymer wird es. Und je anonymer es wird, desto stärker gucke ich nur noch auf eine Dimension, nämlich die Rendite. Das heißt, ich erlebe nicht mehr, wie entsteht denn ein bestimmtes Vorprodukt in China. Ich kümmere mich nicht mehr darum, ob da Kinderarbeit drinsteckt, ob da Umweltverschmutzung drinsteckt, ob da unmögliche Arbeitsbedingungen drinstecken. Und wenn wir sowas machen wie das, was die SPD jetzt immer wieder auf den Plan bringt, nämlich ein Lieferkettengesetz, das die qualitative Seite ein Stück mit berücksichtigt, egal ob es jetzt weltweite Handelsströme oder die innerbetriebliche Organisation sind, dann kommt der Punkt, dass ich mir auch wieder bewusster werde, mache ich das jetzt einfach, indem ich nur an das Unternehmen angepasst werde oder ob wir zusammen etwas auf die Beine stellen. Mhm. Und dann sind wir auch bei dem Punkt, ja, das ist im Regelfall teurer. Mhm. Sonst wäre ja diese seelenlose Globalisierung nicht so gelaufen. Die ist ja nur nach Kostengesichtspunkten so entstanden. Und wenn ich das ändern will, wenn ich nicht mehr Lasten in andere Regionen der Welt verschieben will, wenn ich nicht mehr Lasten auf die Zukunft verschieben will, Klimawandel, dann muss ich die Lasten hier und jetzt tragen und dann dürfen wir uns nichts vormachen, dann wird es teurer. Und die Frage ist, heißt das dann, dass gerade wieder die Kleinen und Mittleren das dann ausbaden müssen? Denn das wird ihnen immer erzählt. Es wird gesagt, also wenn wir hohe Qualitätsansprüche stellen, ja, dann werdet ihr aber mal sehen, wie teuer das Fleisch wird und wie teuer das T-Shirt plötzlich ist. Und das werdet ihr doch sicher nicht wollen. Und wenn wir das aber trotzdem wollen, dass das noch erschwinglich bleibt, dann müssen wir darüber reden, dass diese Kosten auf starke Schultern stärker verteilt werden als auf schwache. Und dann müssen wir eine Mehrheit dafür gewinnen, dass Menschen diese Frage der Verteilung, das ist nicht Enteignung von Reichen, das ist nicht Neid, es geht nicht darum, dass Menschen nicht zu gönnen, sondern zu wissen, es braucht einen größeren Anteil, um das zu erhalten, was wir haben, und zwar auf einem qualitativ höheren Niveau. Das ist ein Punkt. Es gibt noch einen weiteren. Wenn wir jetzt in Staatsverschuldung gehen, das ist etwas ganz Furchtbares, macht jeder Privathaushalt, wenn er ein Haus baut. Wenn man damit was Sinnvolles macht, dann muss man das nicht alles durch hohe Steuern wieder eintreiben, sondern ein Teil davon wächst sich auch raus im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, das, was wir jetzt aufnehmen, wenn wir dazu beitragen, dass diese Wirtschaft qualitativ stärker wird und wächst, dann ist anschließend das Gewicht dieser aufgenommenen Kredite kleiner und dann macht es uns auch nicht mehr diese Sorgen. Also insofern, beide Seiten gehören dazu. Aber wenn wir das immer wegdrücken und wenn wir uns immer, ich sag mal, selber in Angst versetzen lassen, wenn wir über diese Frage der gerechten Verteilung reden, dann wird diese Unwucht einfach größer. Ja, Hubertus Heil, bitte. Ich glaube, das ganz wichtig ist, wenn wir von der gerechten Verteilung reden, dass es im Kern ja am Ende um die gerechte Verteilung von Lebenschancen geht. Und der größte Skandal auch in unserer reichen Gesellschaft ist, dass bei uns zum Beispiel die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen stärker an der Herkunft liegen, als sich an Talent und Leistung entscheiden.
Und das setzt sich in vieler Hinsicht bei den Löhnen und Gehältern auch fort. Bis hin zur Frage, dass wir eine unterschiedliche Lebenserwartung haben zwischen Menschen, die sehr viel verdienen und sehr wenig. Das heißt, im Kern geht es um Lebenschancenpolitik. Und die gerechtere materielle Verteilung ist für uns Mittel zum Zweck. Und da muss man, glaube ich, zwei Ebenen unterscheiden. Wir haben vorhin sehr stark über Gewinne und Löhne gesprochen. Ökonomen nennen das die Primärverteilung. Und ich finde, dass wir da ansetzen müssen. Mhm. Wenn wir es nicht schaffen, in diesem Bereich, dem Grunde nach auch Löhne und Gehälter in diesem Bereich, über den wir vorhin gesprochen haben, gerechter auszugestalten, dann wird das mit der Sekundärverteilung, die wir auch machen müssen, über Steuern und Abgaben, immer second best und besonders schwierig sein. Was am Anfang bei der Primärverteilung zwischen Gewinnen, Löhnen und Gehältern schiefläuft, muss der Staat dann versuchen, mühsam im Steuer- und Abgabenrecht zu korrigieren. Das müssen wir auch tun. Da haben wir auch Vorstellungen, eher die mittleren, unteren Einkommen zu entlasten und Spitzenverdiener stärker auch an der Bewältigung des Gemeinwesens zu beteiligen. Ich finde übrigens, dass man da, Norbert hat in seinem Buch das wunderbar beschrieben, keinen Knick in der Pupille haben muss. Es sind die unteren und mittleren Einkommen, die, was die Einkommenssteuern und gleichzeitig die Sozialversicherungsbeiträge betrifft, überproportional viel zu tragen haben in dieser Gesellschaft. Also im Kern wollte ich nur dafür werben, dass wir für uns, ich sag mal, Lebenschancenpolitik als einen Begriff prägen und dafür sorgen, dass am Ende des Tages Menschen individuell selbstbestimmt leben können. Dass nicht Herkunft über das Leben und das Schicksal entscheidet, dass Menschen Autor ihres eigenen Lebens sein können. Und dafür braucht es ein funktionierendes Gemeinwesen. Letzter Punkt. Ich glaube, man muss immer im Kontrast sehen, was ist der schlimmste Satz sozusagen, der gegen diese Politik läuft? Und es ist der Satz, der uralte Satz von Maggie Thatcher. Die hat mal diesen schönen, schlimmen Satz gesagt, aber der sehr entlarvend war. There is no such thing as society. Es gibt sowas wie Gesellschaft gar nicht. Es gibt nur Interessen. Mhm. Und ich glaube, wir müssen die Gegenthese sein. Wir leben ja gerade in dieser Zeit, wie Menschen voneinander abhängig sind, dass Gemeinwohl wichtig ist. Und da ist gerade ein Gespür da. Nur vor allem dürfen wir uns nicht scheuen, das auch deutlich auszusprechen. Diese Hoffnung gab es schon mal nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 8/9 nach dem Motto, wir dürfen nie wieder in diese Form von Globalisierung zurückverfallen, die uns damals im Sinne von Zockereien auf den Finanzmärkten in die Schieflage gebracht hat. Hinterher müssen wir grundlegende Konsequenzen ziehen, sind auch ein paar gefallen, aber nicht dem Grunde nach. Und das muss jetzt eine Aufgabe sein. Wenn wir uns das nicht vornehmen, dann befürchte ich, dass Gesellschaft weiter auseinandergetrieben wird. Deshalb geht es darum, jetzt ein Stück spitzer und deutlicher das anzusprechen, was an Schieflage entstanden ist, um im Kern dafür zu sorgen, dass Menschen frei leben können. Es ist der Begriff der Freiheit und der Selbstbestimmung, der was mit einer gerechten Verteilung von Lebenschancen zu tun. Also vielen Dank. Ich finde jetzt, Hubertus Heil, du bist jetzt sehr idealistisch geworden und wir haben viele, ich finde wirklich viele, viele tolle Visionen heute gehört und auch viele gute Ideen. Ich habe vorhin noch nicht so nachgebohrt, obwohl ich gesagt habe, ich frage aber nach der Nachbarkeit. Saskia, vielleicht gebe ich dir jetzt diese heiße Kartoffel. Ja? Jetzt möchte ich doch mal fragen, die Ideen, die wir jetzt gehört haben, von Steuerumverteilung über, man nimmt Kredite auf, um Dinge zu finanzieren, jetzt sitzen nicht alle SPD-Minister gerade hier, auch nicht der Koalitionspartner, die Parteibasis schon gar nicht. Wie optimistisch bist du, dass diese Ideen in den nächsten Jahren umgesetzt werden und ein Teil der Vision, die wir jetzt besprochen haben, auch Wirklichkeit werden? Ja, wenn wir schon von Idealismus sprechen, dann müssen wir jetzt auch von Kampfeswillen sprechen, denn darum geht es in den nächsten Wochen und Monaten natürlich, dass wir die Menschen davon überzeugen, dass eben genau Freiheit, von der Hubertus gerade gesprochen hat, Solidarität, von der wir die ganze Zeit schon sprechen und Gerechtigkeit eben auch, dass das Werte sind, die wirklich sehr, sehr wichtig sind für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Viel, viel wichtiger als Effizienz und Markt und Systemrelevanz von Banken. Dass Menschen relevant sind wir als Gesamtsystem auch aufeinander zu achten haben, damit wir ein gutes Leben auch haben können, dass wir ein selbstbestimmtes Leben haben können und damit auch keiner hungern muss, obwohl er Vollzeit arbeitet. Oder noch zum Amt gehen, um Stütze zu holen, um seine Kinder zu ernähren. Das darf einfach nicht sein. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir für einen ordentlichen Mindestlohn sorgen, uns weiterhin nicht einreden lassen, dann bricht die Volkswirtschaft zusammen. Das haben wir uns schon lange erzählen lassen müssen, bevor der erste Mindestlohn tatsächlich gesetzt wurde, flächendeckend. Die Volkswirtschaft ist nicht zusammengebrochen. Das hat einfach damit zu tun, dass gerade die niedrigen Einkommen, die dann mehr verdienen durch einen höheren Mindestlohn, dass die eben auch das Geld, das sie einnehmen, ja auch wieder ausgeben, dass es eben in der Volkswirtschaft auch wieder zugutekommt und dass wir mehr Anstand im System haben, kann ohnehin nicht schaden.
Der Mindestlohn ist aber immer nur eine untere Grenze. Das heißt, es kommt auf gute Tarife an. Es kommt auch auf gute Tarife, was Norbert angesprochen hatte, in der öffentlichen Beschäftigung an. Und da ist nämlich auch die Frage, was ist eigentlich wirklich so systemrelevant, dass wir sagen, das geben wir nicht dem Markt in die Hand. Dazu gehört mit Sicherheit die öffentliche Sicherheit, also zum Beispiel Polizei und Justiz. Dazu gehört die Bildung, die wir auch nicht privatisieren wollen, ganz klar. Und da müssen Menschen auch anständig verdienen. Übrigens muss auch in der Bildung, wo wir immer sagen, auf die Kleinen, auf den Anfang kommt es an, ja. Aber am oberen Ende in der Bildung bezahlen wir den Leuten, die da Lehrkräfte sind, am meisten. Nee, es muss andersrum sein. Wenn es da auf den Anfang ankommt, dann müssen Erzieherinnen und Erzieher am besten verdienen. Auf jeden Fall müssen sie besser verdienen als heute, denn deren Leistung ist wirklich relevant. Da geht es um Bildungschancen. Nachher in der Oberstufe geht es auch noch um Bildungschancen, aber da ist jemand schon ziemlich weit gekommen, wenn er da mal angekommen ist. Ja? Und deswegen, glaube ich, ist die Wertschätzung eben auch noch mal eine andere, aber vor allem auch die Wertschätzung, da müssen wir als Staat für sorgen. Welche Bereiche sind es in unserem System? Und da habe ich vorher auch von der medizinischen Versorgung und auch von der Pflege gesprochen und von der Frage, sind das eigentlich Bereiche, die in die Hände des Marktes gehören? Und wenn ja, wie hoch müssen eigentlich die Regeln sein und wie klar müssen die Regularien sein, dass dort auch der notwendige Anstand und dass dort auch die notwendige Leistung für die Gesamtheit erbracht werden kann? Vielen Dank. Wir haben ganz wenig Zeit nur noch, aber eine Sache möchte ich am Ende doch noch, und zwar möchte ich Stefan Grünewald zitieren. In deinem Buch, Stefan, schreibst du, der Wohlstand des Landes erzeugt eine Saturiertheit, die die Entwicklung von verheißungsvollen Zukunftsentwürfen erschwert und das Festhalten an rigiden Versorgungsansprüchen begünstigt. Die beharrende Besitzstandswahrung verhindert Zukunftsoptimismus, den wir heute Gott sei Dank hier in der Runde hatten, und bringt die politischen Akteure in eine schwer aufzulösende Lage. Im Zuge eines unausgesprochenen gesellschaftlichen Stillhalteabkommens wird an sie die gesamte Verantwortung für die Gestaltung des Gemeinwesens delegiert. Die Politiker sollen umfassende Versorgungs- und Konstanzversprechen machen. Liefern sie, ernten sie wohlwollendes Desinteresse. Liefern sie nicht, so werden sie beschimpft und bei der nächsten Wahl abgestraft. Über die nächste Wahl sprechen wir nicht. Aber was glaubst du, was wird die Reaktion auf die heutige Diskussion von uns sein? Begeisterung oder Beschimpfung? Ja, es ist immer beides. Ich hatte mal überlegt, mein Buch die infantile Gesellschaft zu nennen im Untertitel, weil das, was, glaube ich, auch ein Problem unserer Zeit ist, ist dieser Versorgungsanspruch bei gleichzeitigem Allmachtsdenken. Wir haben alle den magischen Zeigefinger, mit unserem Smartphone können wir im Grunde genommen Transaktionen tätigen und jeder hat schon das Gefühl, die Kontrolle über das Leben zu haben. Und ich glaube, wir rücken als Gemeinschaft zusammen, nicht wenn wir uns so in so einer Versorgungsblase wähnen, wo auch ein Teil der Gesellschaft überhaupt nicht drin ist, aber ein bestimmender Teil ist gut alimentiert. Also wir rücken als Gesellschaft nicht zusammen, wenn wir genommen keine Ziele mehr haben, wenn wir uns überversorgt fühlen, sondern wir rücken als Gesellschaft zusammen, wie jetzt in der Krise, wenn wir wieder so eine Demutserfahrung machen, wenn wir merken, es gibt Mächte wie Corona, das Schicksal, die sind größer als wir. Ich kann mich noch an ein Erdbeben in Köln entwickeln. Am nächsten Tag an der Straßenbahn guckten sich alle solidarisch an und es war wirklich ein Ruck da. Und ich glaube, wir brauchen wieder dieses Empfinden, es gibt gemeinsame Schicksalsschläge, aber es gibt gemeinsame Zukunftsaufgaben. Und die kriegen wir nur bewältigt, wenn wir alle zusammenrücken. Und wenn wir sehen, dass jeder an dieser großen Herausforderung beteiligt ist. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, was wir heute auf keinen Fall ernten, ist wohlwollendes Desinteresse. Möglicherweise sind Leute begeistert oder eben nicht zufrieden. Das werden wir sicherlich auch in den Kommentaren erfahren. Ich finde es toll, dass wir erstmal in dieser Diskussionsrunde zusammengerückt sind. Nicht nur miteinander, sondern vor allem auch mit den vielen Menschen, die uns Fragen geschickt haben und hoffentlich einige davon beantwortet bekommen haben. Also insofern ganz, ganz herzlichen Dank an die Politikerinnen und Politiker, an die Expertinnen und Experten für unsere tolle Diskussion. Danke für die rege Beteiligung. Und ich darf sagen, dass wir uns am 15. Juli zu einem anderen Zukunftsdialog hier wiedersehen. Und dann hoffe ich, dass ihr auch wieder dabei seid und genauso eure Fragen stellt und wir dann darüber diskutieren. Ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich selten so systemrelevant gefühlt wie heute Abend. Danke sehr.